Womit ich ganz gerne vielleicht identifiziert werden möchte, ist jemand zu sein, der erzählen kann, der einem eben Stoffe genau so nahe bringt, dass sie erlebbar sind. Ich habe vor, das mag 10 Jahre her sein, gab es diesen Auslöser, dass ich für eine ganz lange Autofahrt nach Sizilien ein Hörbuch machen wollte. Also habe ich mich hingesetzt, habe angefangen, das aufzunehmen. Technik hatte ich so ein bisschen da, weil ich Musik mache und halt auch gerne aufgenommen habe. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass ich mich da ein bisschen übernommen habe, weil das gar nicht so einfach ist, das richtig gut zu machen. Das Buch ist heute noch nicht fertig. Das kann ich mal machen, wenn ich 50 bin oder so. Aber es war unheimlich spannend und ich habe Blut geleckt und dann habe ich Unterricht genommen, habe an mir gearbeitet und irgendwann habe ich das Glück gehabt und bin in Leipzig bei der Blindenbücherei angenommen worden. Die machen seit den 50er Jahren schon Hörbücher. Da konnte ich einfach alles lesen. Also da liest man wirklich irgendwelchen Splatterkram bis zur Liebesgeschichte, philosophische Romane, Beipackzettel für Medikamente, Arbeitslosenbescheide, alles, was Blinde halt interessiert. Das muss man da lesen. Und dabei lernt man eine ganze Menge. Normalerweise reicht die Zeit meistens nicht, um das Buch erstmal nur des Genusses wegen zu lesen. Ich mache das aber meistens trotzdem. Dieses erste Lesen, das ist was, das kannst du nie wiederholen. Selbst wenn das Buch 20 Jahre in der Schrankwand steht, du weißt immer irgendwie noch ein bisschen, wie es läuft. Und dieses erste Lesen, wenn du das so aufnimmst, deine Gefühle, die du dabei entwickelst, die sind meistens schon zu 90% genau richtig. Du nimmst diesen Duktus auf. Und dann kommt die eigentliche Arbeit. Dann setzt du dich hin und guckst, was ist wichtig? Was erzählt er mir in dem Satz? Ja, und hinterher hast du dann halt ein Produkt, was nicht mehr einfach nur das Wort ist, was man teilweise beim Überfliegen so aufnimmt, sondern du kannst es schaffen, die Leute wirklich in einen Sog zu ziehen. Der leider jetzt schon verstorbene Joachim Höppner, von dem bin ich ganz großer Fan, oder lebt zum Glück noch, der Ulrich Noethen. Der Mann kann erzählen. Das ist richtig fein. Gerd Heidenreich. So eine Leute. Und damit kommen wir auch so ein bisschen zu dem, warum mache ich das eigentlich? Weil es wahnsinnig Spaß macht, mit Wörtern zu arbeiten, Geschichten zu erzählen, sie zum Leben zu erwecken. Das ist was ganz Tolles. Das ist das, was mich immer wieder reizt. Ich mache gern Kindergeschichten. Die sind das Schwerste, was es überhaupt gibt. Eine Kindergeschichte wirklich gut zu machen, dazu gehört eine Menge. Und ich lerne dabei auch noch sehr viel. Kinder möchten genau das Gleiche oder genau auf dieselbe Art erzählt bekommen wie Erwachsene. Natürlich lese ich auch gerne mal irgendeinen Science-Fiction-Roman, was bessere Strandliteratur ist. Das mache ich auch sehr gern, weil dabei kann man das einfach so fließen lassen. Man kann sich da auch richtig reinbegeben und man kann ein bisschen spielen, ohne dass es zu ernst wird. Also das ist schon eine nette Sache. Und dann gibt es natürlich noch die Bücher, die man macht, weil man selber seine Grenze wieder ein Stück nach oben schieben will. Ich habe jetzt gerade ein Sachbuch. Das ist so ein trockener Stoff, das staubt, wenn du das Buch aufschlägst. Dieser Professor kann ja nicht unbedingt schreiben, er ist ja Geschichtsprofessor und kein Schriftsteller. Und jetzt muss ich daraus aber irgendwie was machen, was der Hörer versteht. Und zwar ohne, dass er 5 Minuten über den Satz nachdenken muss. Das nächste Buch, was ich dem nächsten Angriff nehme, hat ein Autor aus der Dominikanischen Republik geschrieben. Und naja, jetzt muss ich mich erstmal mit dem dominikanischen Spanisch befassen. Das sind Sachen, die würde ich sonst nicht machen. Außerdem, nebenbei lese ich dieses Buch sehr gerne, weil es wirklich auch ganz toll geschrieben ist. Also das ist wirklich ein starkes Stück Literatur. Und damit kommen Leidenschaft und Beruf zusammen und naja, ich glaube, so viele Leute gibt es nicht, bei denen das so gut passt. Da kann ich mich schon privilegiert schätzen.